Wenn du eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen möchtest, dann gibt es eine ganze Reihe von Ressourcen und vor allen Dingen auch einen Prozessablauf, den es zu beachten gilt. Und ich werde dir heute auf einfache Art und Weise ein paar Tipps hierzu geben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer und Unternehmensberater, sondern selbst auch Unternehmer. Das heißt, ich habe über 20 Unternehmen selbst gegründet und eine ganze Reihe davon auch als GmbH oder als Unternehmergesellschaft. Der Prozess ist bei beiden relativ ähnlich und trotzdem gibt es einige Unterschiede und um die geht es hier in diesem Video. Das erste, was du brauchst zur Gründung einer Kapitalgesellschaft, also einer juristischen Person, wo du ja die Haftung abgrenzt von deinem Privatvermögen, ist das entsprechende Haftungs- oder Stammkapital, das in die Firma eingebracht wird. Offiziell steht in den Büchern, dass 25.000 Euro Stammkapital eingebracht werden muss. Tatsächlich aber kannst du schon beim Notar gründen mit 50% der Stammkapitaleinlage. Also 12.500 Euro musst du nachweisen, dass das einbezahlt worden ist und den Rest bist du verantwortlich später einzulegen. Du kannst aber natürlich auch mit 25.000 Euro starten oder sogar das Stammkapital erhöhen auf 50.000 oder noch mehr Geld. Je nachdem, wie die Gesellschafter es entscheiden und der Gesellschaftszweck es auch erfordern soll. Die zweite wesentliche Ressource, die du brauchst, ist der Inhalt deines Gesellschaftsvertrags, deine Satzung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Vorlagen. Es gibt die Mustersatzung vom Gesetzgeber, dein Notar wird dir etwas anbieten, aus dem Internet kannst du etwas runterladen. Entscheidend jedoch ist, dass dir bewusst ist, dass diese Satzung der Vertrag ist, der in der Zukunft alle Eventualitäten und mögliche Entwicklungen deiner Gesellschaftsgeschichte bestimmen wird. Es sind also die Rahmenbedingungen, es ist das Grundgesetz für deine Unternehmung. Wenn du dich für eine ganz einfache Mustersatzung, die du kostenlos bekommst, entscheidest, dann kann es sein, dass wesentliche Aspekte nicht geregelt sind. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein Gesellschafter seinen Pflichten nicht nachkommt oder straffällig wird? Wie kannst du die Anteile einziehen oder jemand verstirbt oder kommt ins Koma, ist nicht mehr handlungsfähig? Wie wird mit den Anteilen umgegangen? Was passiert im Erbfall? Was passiert, wenn da Kinder sind und dann vom Jugendamt ein Stellvertreter auf deiner Gesellschafterversammlung sitzt? All das gilt es zu beachten und zuletzt auch der Exit. Wie wird die Firma bewertet? Wann und wie wird ausbezahlt? Das wird in der Satzung schon festgelegt. Das nächste, was du brauchst, ist dann ein Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer. Hier kannst du auch einige Fehler machen. Zum Beispiel ist es wichtig, ob, wenn du mehrere Geschäftsführer hast, jeder alleine entscheiden kann oder nur alle zusammen. Auch solltest du dir im Klaren darüber sein, ob der Geschäftsführer, gerade wenn er angestellt ist, mit der GmbH selbst Geschäfte machen kann oder nicht. Wenn also ein Fremdgeschäftsführer dann entscheidet, beispielsweise aus dem Unternehmen Firmenwerte sich selbst weiterzuverkaufen für 1 Euro und da Wert. Nun, dann solltest du darüber nachdenken, ob du das möchtest oder nicht. Weiterhin ist wichtig, dass der Geschäftsführer natürlich eine einwandfreie Schufa, also eine weiße Weste auch hat. Ansonsten darf er ja vielleicht gar nicht Geschäftsführer werden. Die Anforderungen wird dir jeweils der Notar auch mitteilen. Entscheidend ist aber auch, ob du mit der GmbH und durch den Geschäftsführer Finanzierungsmittel beantragst. Dann kann es hilfreich sein, wenn der Geschäftsführer mindestens 10% oder 20% auch der Firmenanteile hat. Er ist dann also ein geschäftsführender Gesellschafter und erst dann kann dieser Geschäftsführer auch Fördermittel für die GmbH beantragen. Weiterhin bedarf es bei der GmbH-Gründung um einen Namen, der frei ist, der nicht geschützt ist. Deshalb macht es Sinn, dass du nicht nur im Internet googelst, ob diese Webseite noch frei ist oder ob andere Firmen auf dem Markt sind, sondern geh noch einen Schritt weiter, nimm Kontakt auf mit der IHK, mit deiner regionalen Industrie- und Handelskammer und frag nach, ob es andere Firmen gibt, die unter gleichen Namen vielleicht schon formiert sind. Und der letzte Schutz ist natürlich das Deutsche Patent- und Markenamt. Dort gibt es ein Markenregister. Auch dort solltest du den Namen recherchieren, dass der nicht geschützt ist. Sonst gründest du, zahlst 2.000 Euro, hast ein Bankkonto eröffnet, vielleicht eine Webseite online und dann kommt nach 6 Monaten dann die entsprechende Abmahnung, dass du alles wieder abstellen, einstellen und schließen musst, weil die Marke schon geschützt ist. Weiterhin brauchst du natürlich für deine GmbH noch einen Betriebssitz. Da musst du darauf achten, wenn du das zu Hause anmeldest, ob das auch zulässig ist. Wenn du einen Produktionsbetrieb anmeldest oder ein Unternehmen, was im Gastronomie- oder Hotelleriebereich tätig ist, dann sollte es nicht in deiner privaten Wohnung sein, sondern an einem Sitz, wo tatsächlich diese Gewerbemöglichkeit auch erlaubt ist.
Weiterhin geht es darum, dass du auch den Zweck klar definierst. Also was genau ist die Aufgabe der GmbH? Dieser Inhalt sollte auch der Gewerbeanmeldung entsprechen. Und das wiederum sollte auch in Zukunft auf der einen Seite deine wirtschaftlichen Absichten beinhalten, auf der anderen Seite aber auch sicherstellen, dass du dir mögliche Wege zu Fördermitteln nicht versperrst. Hast du also beispielsweise einen Begriff drin wie Beratung oder Training, du machst aber keine Unternehmensberatung oder trainierst keine Unternehmer, dann kann es sein, dass du von vielen Fördermitteln ausgeschlossen bist. Und zu guter Letzt brauchst du natürlich auch Gesellschafter. Diese Gesellschafter bekommen bestimmte Anteile. Und die Anteile von 1 bis 100 oder bis 1000 oder bei 25.000 Euro Stammkapital von 1 bis 25.000 werden auch aufgeteilt. Und für dich ist wichtig zu entscheiden, ob die damit verbundenen Rechte nach den Anteilen der Gesellschafter auch 1:1 auf die Stimmrechte und auf den Gewinnbezug übertragen werden sollen. Denn diese drei Dinge hängen meistens miteinander zusammen, müssen es aber nicht. Du kannst auch Gesellschafter mit 10, 20, 30% aufnehmen, aber sie haben keine Stimmrechte oder sie sind anders oder geringer oder überhaupt nicht an den Gewinn beteiligt. All das ist möglich, du entscheidest aber selbst, ob das konform ist, kongruent ist oder ob sich das unterscheidet. Und das wiederum wird auch in der Satzung festgelegt. All diese aufgezeigten Punkte gilt es natürlich in einen gewissen Prozess zu gießen, also einen festen Ablauf, der auch gesetzlich vorgegeben ist. Als erstes hast du die Aufgabe zu recherchieren, ob der Name frei ist, wie die Satzung aussehen soll. Und da helfen wir auch gerne dabei, genau dieses Musterprotokoll oder diese Satzung fertigzustellen. Denn der Notar, der beurkundet zwar später, aber beraten darf er dich in der Regel nicht. Wenn du die Satzung fertiggestellt hast, im Kreise deiner Mitgesellschafter und alle Eventualitäten, die relevant sind, auch berücksichtigt hast, dann geht's als nächstes zum Notar. Aber bedenke daran, dass der Notar dich vorher nicht beraten haben darf, sondern seine Aufgabe ist, eure Satzung zu beurkunden. Er wird eine Gesellschaft, eine Gründungsgesellschafterversammlung anleiten, dort die Urkunde verlesen und dann dich mit der Urkunde in Gründung zur Bank schicken. Sobald du dann bei der Bank mit dieser GmbH-IG-Urkunde, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründungsurkunde, bei der Bank ein Konto eröffnet hast, ist deine Aufgabe als nächstes, das Stammkapital auch dort einzubezahlen und mit einem Kontoauszug zum Notar zurückzugehen oder zurückzusenden, damit er die Urkunde dann ans Amtsgericht schickt. Das Amtsgericht prüft nun zunächst, ob der Name frei ist, ob der Gewerbe oder der eingetragene Zweck der Gesellschaft zulässig ist und dann kriegst du eine Rechnung. Und erst wenn diese Rechnung beglichen ist, dann erst kriegst du den Handelsregisterauszug zugeschickt. Also die Eintragung ist dann auch erst erfolgt. Wichtig sind hier zwei Sachen. Das erste ist, du kannst zwar schon sofort ab der Notar, also ab der Gründungsversammlung schon agieren geschäftlich, kannst auch alle Kosten geltend machen, aber bis zum Zeitpunkt der Eintragung, also bis zum Zeitpunkt, wo du deine Handelsregisterauskunft in den Händen hältst, bist du eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt, du haftest privat mit allem. Die Haftungsabgrenzung funktioniert noch nicht. Der zweite wichtige Punkt ist, dass in dem Moment, wo du beim Amtsgericht die Urkunde vom Notar hingeschickt bekommen hast, wirst du Rechnung erhalten, aber nicht nur vom Amtsgericht, sondern von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 möglichen, ja, scheinbaren Betrügern, denn sie geben vor, dass du dort auch eine Zahlung zu tätigen hast, damit du in deren Registern eingetragen wirst. Aber das sind keine offiziellen staatlichen Institutionen oder Registern, sondern es sind Scheinregister, die aber von dir das Doppelte bis zum Zehnfachen des Geldes haben wollen, was tatsächlich das Amtsgericht dir in Rechnung stellt. Die üblichen Rechnungen sind zwischen 100 bis 200 Euro. Alles, was drüber ist, ist sehr wahrscheinlich ein Scheinbetrugsversuch. Schließlich bekommst du dann den Handelsregisterauszug, nachdem du die richtige Rechnung bezahlt hast, die anderen weggeschmissen hast. Und mit diesem Handelsregisterauszug kannst du jetzt zum Gewerbeamt gehen und zum Finanzamt gehen und die entsprechenden Eintragungen und Anmeldungen zunehmen. Du bekommst dann einen Gewerbeschein, den du als Geschäftsführer mit der Urkunde und dem Handelsregisterauszug und deinem Personalausweis beantragst. Und vom Finanzamt bekommst du deine Steuernummer. Und jetzt kannst du starten. Jetzt geht's los. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen gerade bei der strategischen und methodischen Beratung, das gesamte Konzept zu erstellen, mit dem du dann zum Notar gehst.
dass du nicht nur die rechtlichen Sachen berücksichtigst, wo dein Anwalt dir hilft, sondern dass du auch deine strategisch-konzeptionellen Fragen berücksichtigst, damit du die richtigen Fördermittel, die richtigen Finanzierungen, aber auch in der Zukunft den richtigen Exit geplant oder im Notfall abbilden kannst. Also like jetzt das Video, abonniere den Kanal, betätige die Glocke, dann wirst du informiert, empfehle uns gerne weiter und buch jetzt online am besten dein kostenfreies Erstgespräch, damit wir dich begleiten können, damit du die Fehler nicht machen musst, die viele andere und dich selbst auch schon gemacht haben. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.